Also es ist ein Text, um Berlin zu diskutieren, als die mögliche Kapital für die Widerstand gegen Massenüberwachung. Massenüberwachung. Die Magical Secrecy Tour ist, sorry, zu langsam. Also es ist. This has something to do with espionage. Es hat was mit Spionage zu tun. Wir haben hier einen Ex-Spy, der hat sich entschlossen, nach Berlin umzuziehen. Und wir wollen dich fragen, was du von der Post-Snowden-Situation, da ist war der Bus. Ich glaube, das ist eine ziemlich interessante Zeit für Whistleblowers, weil er wusste, was seine, was die Risiken sind, weil für die letzten 6 Jahre hat man, also alle Whistleblowers wurden vor Gericht gezogen und erfolgreich. Ja, das war erfolgreich. Und wenn Snowden ist kein Whistleblower ist, ich weiß nicht, was das ist. Und übrigens, das ist die eine Dame von der MI5. Und das ist jetzt, also nach Snowden wird es noch schlimmer sein für die Leute. Und also es sei denn, wenn ihr ein Übergeek seid und mit Sicherheit arbeiten könnt, ihr werdet gefangen. Und jetzt wollen wir, dass Jimmy aufsteht und einen Brief vom Snowden liest. Okay, wir halten einfach den Mikrofon zurück. Also er liest das und dann müssen wir singen. Es ist ein Jahr. Die Technologie ist eine freiende Kraft in unserem Leben. Es erlaubt, die Erfahrungen zu teilen, problemlos. Aber im Geheimnis unserer eigenen Regierungen, trotz deren Regelungen, reverse engineered etwas Schönes in einen Werkzeug für die Massenoppression. Es gibt noch sehr viel zu tun. Edward J. Snowden, amerikanischer Patriot. Und dann du hast eine Nachricht von deinem Ehemann. Hey Annie, we are working on this on a daily basis too. Hey, kannst du irgendwas sagen, worüber du redest? Warum? Warum Berlin? Weil Wau Holland war da vor 30 Jahren und der sich engagiert hat, um privaten Daten privat zu halten und öffentlichen Daten nutzbar zu machen. Und es gab was mit dem KGB-Hide, das war 25 Jahre. Und dann der CCC came to Berlin. Und es gibt diesen, wenn Laura Poitras auf ihrem Film gearbeitet hat, sie hat Angst. Und sie war hier, weil es weniger Überwachung gibt. Und Jake ist genauso. Der hat dort Talks gemacht. Es ist, für den war es normal, in Berlin zu sein und sich gut zu fühlen. Ich hoffe, das antwortet die Frage. Merkel lernt, dass die NSA ihrem Handy überwacht. Nachholen. Frau Bundeskanzlerin, wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein Problem. Die NSA überwacht ihrem Handy. Also das war eine Nachmachen. Sie müssen diesen Handy sofort nachmachen. Sie können. Also, viele Whistleblower sind in Berlin interessiert, weil für die Sachen, die wir heute Morgen gesehen haben. Ich habe Flashback, weil es ist ein bisschen wie der MI5 war in der 90er. Und warum mögen die Leute Berlin? Weil es gibt dieses schöne Ding namens Stasi Museum. Sie wissen schon, wie das ist. Eigentlich, Sie müssen ein bisschen mehr in der Rückseite des Buses gucken. Diese Diskussion über was Berlin schön macht,
vergisst meistens, dass es hier Leute, die tatsächlich sehr lang überwacht waren. Und die haben sehr bestimmte Wörter benutzt, die Neusprech sind. Und es gibt jetzt die deutsche Archiv, die öffentlich, aber es gab wirklich Sachen. Und heutzutage passiert es immer noch teilweise. Es ist, also wir können nicht sagen, das ist ein Paradies für Freiheit, aber vergessen, dass es sich Stasi gab. Das ist Christian Humburg von Transparency International. Was heißt das? Also was heißt das, dass die Transparenz ist ein Wort, das sehr verwendet wird, aber Transparency, also Transparenz und Geheimnisse sind Sachen, die zusammengehören und man braucht auch diesen Geheimnisse. Und das ist hier den das ist der Sinn der Gesetze, die wir haben. Also das war der Ostern-Kommentar, ein Dokumentar, der in Public Domain ist. That was a film clip by Simon Klose. Das war ein Filmclip von Simon Klose über einen Teil über der Magical Secrecy Tour. Sie hieß Leslie, sie war Co-Produzentin und sie wollte ein bisschen erklären, wie das funktioniert hat und was wir dabei entdeckt haben durch diesen Bus-Tour in Berlin. Wir haben einfach eine Reise durch Berlin mit ein paar Leuten, die Hackers, Künstlern, Aktivisten, Ex-Spionen, einen Whistleblower, einen Lawyer. Also man hat die Leute gesehen. Anwalt war das. Und diese Leute sind durch Berlin 9 Stunden gereist in die Geschichte und derzeitige Überwachungskultur. Und wir haben da, die haben darüber diskutiert und voneinander lernen, was eigentlich heutzutage passiert. Und ob Berlin diesen überhaupt das wert ist, das zu nennen, die von Resistanz, Widerstand gegen globale Überwachung. Also damit Sie sehen, wir sind hier am Teufelsberg, das ein alter NSA hören zwischen. Es gibt der Michael Dunkley, der Ex-Spion dort war und der hat den Tour gegeben. Der war für MI6 und er hat in der Kalte Krieg dort gearbeitet und als er über seine Arbeit erklärt hat, weil ich stand neben einem Russe und einem Historiker, ich habe gehört, was er sagte und weil wir so aufgeregt waren und das war auch mit dem Slogan Leaks, wir haben auf ganz viele aufgepasst und warum seine Hände gehen in Richtung Moskau und diesen Graffiti, was sagt es uns über die Qualität der Geschichte von so diesen Sektor von Berlin und die mögliche Qualität der Zukunft, das in Berlin ist. Und diesen Radar oben links, was sollte es verstecken als Technologie? In welche Richtung war ein Gerät, hat gehört, zugehört? Und die Leute, die ins Bus waren, um diese Überwachungskultur zu erfahren und gleichzeitig zuzuhören, das hat unseren Perspektiven weit eröffnet. Ich möchte argumentieren, dass Berlin eine Historie von Überwachung hat, das variierter und komplexer als und interessanter auch, kann man sagen, als jede andere Stadt in der Welt heutzutage. Das macht einen sehr interessanten Platz, um zu überlegen, was in diesen Überwachungswelt geht und möglicherweise um zu reagieren.
auf diese Überwachung. Und es ist nicht nur eine Geschichte von Berlin, aber auch die derzeitigen Communities, die in Berlin sind, die diesen Status gibt. Und diese Tour war diese Überschneidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, heißt das, glaube ich. Ich glaube, das sind die verschiedenen Plätze, wo wir dachten, wir könnten gehen. Und es waren Dutzende und Dutzende von verschiedenen Plätzen, aber wir waren nur in einem Teil, wo wir gegangen sind, mit 60 Leuten in einem Bus in 9 Stunden. Und deswegen waren wir mit diesen verschiedenen Plätzen. Also mal kurz. Natürlich gab die Stasi-Museum, auf die andere Ende die Teufelsberg-Überwachungsstation. T ist die, ist da, wo wir gefahren sind. HQ, das ist die Adresse für sowohl als auch Daimler und Google. Und wir haben über Industriespionage gesprochen und Firmenüberwachung. Also auch der vorherige deutsche Überwachungsdings, die Ex-Zentrale für die Gestapo und die SA in die Nazizeit und die amerikanische Botschaft, ein von 50 Botschaften in Berlin. Natürlich, die sind da, um ihren Bürger zu schützen, aber es ist auch ein legendärer Punkt für Espionage. Also nur, damit sie wissen, wie die Karte ist. Wir haben Tourprogramm programmiert. Die waren immer mit einem Expert. Also jedes Mal, das war immer eine Konversation. Wir hatten auch sehr viel Zeit, das frei war, um darüber nachzudenken und debattieren. Und ich habe gerade nur den Bus gezeigt, damit von dem, als er gesprochen hat, um zu sehen, damit es funktioniert. Und der Bus war temporär einer anderen Sicht in Berlin, die sich bewegt hat zwischen diesen statischen Plätzen. Und das hat einen anderen Moment gemacht in der Geschichte der Überwachung, um das Bewusstsein zu erhöhen und dieses Bewusstsein mit uns tragen. Also das wurde von Simon Klose hat gefilmt und unser Mediator war Christopher Danzing, der Intendant. Der hat mit den Enke-Projekt, der war auch Co-Produzent. Als wir auf dem Bus waren, in Richtung der Stasi-Archiv ganz am Anfang, Christopher hat gesagt an alle am Bus, hallo, okay Leute, bitte vergessen Sie nicht, dass dieses Paradox, dass wenn Sie in eine Richtung guckt und also es gibt automatisch etwas, das ihr nicht seid. Das sind ja es gibt immer etwas, das ihr nicht seht. Ihr habt immer einen blinden Fleck. Ihr seht es immer in einer bestimmten Perspektive. Jemand anders sieht es immer automatisch etwas anders. Und wir sind uns immer sicher, dass wir richtig liegen. Aber je sicherer wir uns sind, desto unsicher ist es, dass wir wirklich richtig liegen. Daher haben wir uns darüber nachgedacht, dass Snowden sehr, sehr große blinde Flecke aufgedeckt hat, die in unserer heutigen Zeit große geopolitische Bedeutung haben. Jetzt sind wir in der Lage, etwas zu sehen, das wir vorher nicht gesehen haben. Jetzt müssen wir nochmal neu auf Berlin schauen nach den Enthüllungen, die Snowden ans Licht gebracht hat. Wir versuchen nochmal mit einer neuen Perspektive auf die Dinge zu schauen. Mit der geringen Zeit, die ich mit euch habe, möchte ich zwei Arten des Sehens zeigen, die wir auch von der Busreise mitgenommen haben. Es gibt natürlich sehr viele andere Sichten, die man betrachten könnte, hätte ich mehr Zeit, würde ich mehr mit euch machen. Die erste, die ich mir anschauen möchte, sind Nike-Brille. Die erlauben, hinter einem zu sehen.
also in der Vergangenheit zu schauen. This is a really interesting thing about Berlin, that das ist ein sehr interessantes Ding über Berlin, dass die Geschichte sich in mehr Geschichte in Berlin passiert als in anderen Orten. Ich möchte einen Pin an jeden Ort tun, der jeder von euch and just so that they're on this conceptual map so that we can be aware of möchte einen diese Punkte hervorheben ohne sie zu diskutieren. Die Berliner Überwachungsgeschichte beginnt im 20. Jahrhundert, würde man normaler denken, aber ich werde zeigen, dass die Überwachungsgeschichte schon deutlich früher beginnt. Die Überwachungsgeschichte als Berlin, als Deutschland ein Königreich war, gab es auch schon in Berlin Überwachung. Unter Otto von Bismarck, im Preußischen Reich, im vorsozialistischen Staat, gab es auch schon Datenerfassung. Und es ist ein sehr interessanter Ort, sich dies anzuschauen. Hier ist das Wannsee-Konferenzhaus. Es ist im Wannsee-Bereich von Berlin. In diesem Gebäude wurde am 15. Januar 19. Main Security Office convenes a meeting with 14 other higher-ups in the Nazi government. In diesem Gebäude wurde mit verschiedenen Nazi-Größen die Vernichtung der Juden in Europa beschlossen. Dieses Dokument ist eins der größten Dokumente der Menschheit. Wo detaillierte Erfassung von Menschen ist und man sieht genau, wie viele Juden wo gelebt haben. Man sieht unten, dass über 11 Millionen Juden in Europa gelebt haben. Jetzt springen wir schnell vorwärts nach dem Krieg. Hier ist der Stasi-Komplex, das Hauptquartier der Stasi in Ostdeutschland war. Wir schauen uns Haus 1 an. Dies ist eins von vielen Gebäuden des Komplexes. Es ist das Büro von Erich Mielke, der Chef der Stasi für über 30 Jahre war. Ich habe viel über die Stasi zu sagen. Jeder hat wahrscheinlich etwas verschobene Ideen der Stasi. Ich springe vorwärts nach 1985 zum Teufelsberg, die den NSA-Abhörposten zeigte, die 24 Stunden am Tag gearbeitet haben. Es gab gestern einen sehr interessanten Vortrag über den Teufelsberg. Ich brauche keine Kommentare zu machen über die Frauenrechte, die berührt wurden. Ein interessantes Detail ist, dass 1961 im Juli der Teufelsberg entdeckt wurde als Abhörstation für den Ostblock. Im Juli 1961 wurde der Teufelsberg als interessanten Überwachungspunkt erkannt. Ein Monat später wurde die Mauer errichtet. Am 9. November fällt die Mauer. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Geschichte Berlins und der Geschichte der Welt. On the significance of mass surveillance in the global digital era. Dies zeigt die Signifikanz der Überwachung und der historischen Ära. Es ist interessant, als in 1989, als die Mauer gefallen ist, als Deutschland sich geheilt hat von diesen Schneiden, es hat dann diesen Passwort-DNA, dann, oh, ich habe es nicht verstanden, das ist jetzt der Stasi-Museum und ja, wo wird der NSA-Museum sein?
Es gibt jetzt noch kein Museum, aber Teufelsberg ist eine Art Museum und man kann dort hingehen und malen und besichtigen und das ist ziemlich historische Seite. Die Wiedervereinigung. Es gibt nur noch ein paar Minuten und ich möchte in der interessanten Punkte gehen. Das ist die deutsche Grundgesetz. Wir haben das geguckt von unserem Ansichtspunkt, wie schwierig es war für Deutschland, um diesen Punkte zu gewinnen und entsprechend wie stark es ist, wenn man diese Grundgesetz lesen kann. Manche sind gut, aber derjenige rechts, der kleinste, ist Artikel 10, mein Lieblings, der sagt sowas wie, Datenschutz, ja, Briefe sollen unverletzlich sein. Das heißt, unter keinen Umständen darf mit ihnen dürfen sie verändert werden. Also eine andere Art, die Dinge zu sehen auf unserem Tour durch Berlin, war der artistische, wie dies ist eine Zeichnung von Leonardo da Vinci, wo das menschliche Sehen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben wurde. Also Künstler, die arbeiten in den plastischen, in den Kunst, können auch sehr interessanten Punkte machen und uns zeigen, was wir nicht sehen. Also das ist extrem wichtig, diesen anderen Ansichtspunkt für diesen Kongress mit dem Titel A New Dawn. Ich will nur zurückgehen zu diesem einen Bild, der zuerst in Berlin vor 200 Jahren gezeigt wurde. Das ist immer noch dort in der Nationalgalerie und es ist von Caspar David Friedrich. Und es ist am Meer, der Mönch am Meer. Es könnte auch jeder Mann sein. Aber ich glaube, dass nach dem Secrecy Magical Tour, er sieht eher wie ein Hacker als irgendwas anderes. Und das ist eine sehr interessante Repräsentation von der Konzept von Blindspot. Das ist einfach verloren im Nebel. Und mit diesen Transparenz und Licht in der Distanz. Und das ist was von der prädigitalen Ära. Wenn man das anders sieht, wenn man da so denkt, es sagt uns etwas über unsere Prioritäten und unsere möglichen Angriffsflächen. Und es kann auch eine Inspiration sein. Und die Performing-Künste, ich möchte auch noch eine weitere Theater zeigen, der Schaubildtheater in West-Berlin. Den Titel von der Foto sollte Something's Rotten in the Surveillance of Denmark. Das ist ein Zitat aus Hamlet. Genau. Und in der Surveillance. Und das ist die größte Tragödie von Shakespeare. Und über diesen existenzielle und unlogische Probleme von was passiert, ich werde jetzt überwacht, soll ich mich ändern und oder soll ich tun, was ich mache? Also wenn ich das für eine Zeit mache, dann werde ich denken, werde ich diesen Erscheinens ich für den richtigen Ich. Das ist von Thomas Euermeier produziert und das ist in Berlin. Es gibt sehr, sehr viel Erde drauf. Wenn Sie versuchen, irgendwas drauf zu machen, irgendwas passiert. Es kommt immer was. Sie kriegen nichts in den Boden rein. Es kommt immer wieder hoch. Das ist eine periphere Hinsicht von diesen Künstlern über was tatsächlich in Berlin passiert, dass die Geschichte dieser Ort
kann nicht in der Geschichte bleiben. Es kommt immer in der zeitigen, in der Gegenwart. Es ist diese historische Sicht. Es ist sehr, es gibt sehr viel Leben in Berlin, in Wege, die einen breiten Überwartung, der ein breiteres Verständnis bieten. Ich möchte dieser Herr, dessen Namen ich nicht verstanden habe, bedanken dafür, dass er in diesen Foto, dieses Bild ist. Das ist in der Akademie in Berlin. Und das war eine Werbung für den Magical Secrecy Tour. Wir hatten auch Michelle Theran. Sie hat einen Interceptor, der mit Monitoren, also mit Bildschirmen, und sie hat ein paar privaten Überwachungskamerabilder, also privaten. Und sie hat uns Bilder von privaten Überwachungen. In Teufelsberg, wir haben in der Radardom eine besondere Performance von Jan Petersen Sonntag, ein Sonnenartist, der hat einen besonderen Equipment gebaut, der in der Lage war, Stromaktivitäten in der Stratosphäre, und wir haben diesen Geräusche, diese Stratosphärenmusik praktisch, die auch eine ganz komplette Perspektive gegeben hat gegenüber die NSA und was die hören und was wäre eine normale Hören in dieser Situation. Und wir waren zu Ende bei der Seabase, Space Station, wo wir eine interessante Diskussion hatten über die Zukunft von Transparenz und Überwachung. Und das hat, diese Location hat geholfen, eine spielerische Diskussion über die Möglichkeiten. Und das wäre eine ganz andere Diskussion gewesen, wenn wir das woanders gemacht hätten. Nächsten Monat an der Transmedially Festival in Berlin, wir werden über den Magical Secrecy Tour in mehr Details, es gibt ein Panel darüber. Ich hoffe, dass Sie in der Lage sind zu kommen und sich das genauer anzuschauen. Und mehr Informationen. Also persönlich bin ich sehr interessiert in Partizipieren, damit ich noch eine weitere Sache loswerden kann über diesen Weg und dessen Effekt auf die derzeitige Diskussion. Und diesen Debatten und Fragen und wie man die beantworten kann. Ich glaube, man hört sehr viel diesen Global Panopticon überall sehend. Der ist auch in der Videoclip. Aber jeder, der dieses Wort benutzt, es ist ein Problem, weil was heutzutage passiert, ist kategorisch komplett unterschiedlich von einem Panoptikon. Es ist deutlich schlimmer. Aber wenn wir nicht einen richtigen Namen haben, wir werden ein Problem haben. Also wir brauchen den richtigen Wort, damit wir das besser begreifen können. Und ich habe noch eine Minute. Oh, wir haben genau eine Minute. Perfekt. Also, ich würde lieben zu sagen, mehr schöne Details über diesen Panoptikon-Idee, aber Sie müssen dann zum nach Berlin. Das sind Zeiten, wo mit sehr vielen Änderungen. Wir gehen vorne sehr, sehr schnell. Und es ist schön, es ist sehr schön, einen Fokus zu haben auf einem bestimmten Ziel und dorthin zu arbeiten. Und denken, was wir demnächst machen und wo wir hingehen wollen. Aber wenn wir irgendwas gelernt haben von der Magical Secrecy Tour, ist der basiert sich auf dieser Equation zwischen, also die Gleichung zwischen Berlin und Snowden. Was wir lernen, ist, dass wir müssen, das hilft auch sehr stark, in die Vergangenheit zu schauen und um in die Ecke zu schauen, dass man sonst nicht unbedingt als interessant und wichtig wahrnehmen würde, um Sachen zu sehen, die so unterschiedlich sind wie möglich, um diesen Blindspot zu erkennen und um zu erkennen, um diesen Mönch oder wer immer das ist, von der Strand in diesem Bild von vorhin. Und der offene Himmel, der irgendwo
hinterher liegt. Dankeschön.